frohe Weihnachten euch, da ja heute der 24. ist. Und deswegen habe ich mir überlegt, ich zeige euch mal, wie ich mich für Weihnachten fertig mache. Mein Make-up ist jetzt nicht ganz so weihnachtlich, weil ich habe jetzt keine roten Lippen. Ich wollte es ein bisschen natürlicher haben und habe mich eher so in den Farben Braun, Gold so orientiert. Und was ich noch sagen wollte, oh mein Gott, gestern, ich habe echt so überlegt, wird das mit 2040 noch, dass ich 500 Abonnenten bekomme? Jede 2 Minuten schaue ich so, weil wir waren bei 590. Und dann kam ich zu den 500 und ich war so glücklich. Ich habe erstmal auf Snapchat gepostet, auf Instagram und auf Arschkraft entstanden. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall noch viel Spaß. Genießt diese Weihnachtszeit, die ging leider viel zu schnell rum. Gebt dem Video einen Daumen nach oben, das würde mir wirklich helfen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Und dann würde ich sagen, dann zeige ich euch mal, wie ich mich fertig mache. Tschüss! So, und als allererstes habe ich meine Haare gewaschen. Einmal mit diesem Ghoul Braun Shampoo für braune Haare. Und dann natürlich auch die Spülung. So, und dann habe ich angefangen, mein Gesicht erstmal mit Make-up zu machen, aufzutragen. Alle Produkte schreibe ich auch nochmal in die Infobox, falls ihr die ansehen wollt. Und dann benutze ich meine Real Techniques Bürste und buff das so ein bisschen in mein Gesicht rein. Danach benutze ich einen Concealer und mache so einen V unter meine Augen. Ich finde, das passt am besten. Und dann benutze ich auch eine Real Techniques Foundation Pinsel und dann verblende ich das schön. Als nächstes benutze ich mein Nuskin Puder. Und ja, das ist sehr transparent und ich will das nicht ganz so extrem haben auf meiner Haut. Danach mache ich meine Lippen mit Baby Lipstings voll. Und zu den Augen benutze ich erstmal einen cremigen Ton und pinsel den erstmal so aufs Lidstrich, erstmal so als eine kleine Base. Danach benutze ich meinen Bronzer und mache den an die Ecke von meinen Augen, damit ich den später nochmal schön verblenden kann. Danach benutze ich einen etwas dunkleren Braunton und mache da wie so, ja, so eine kleine Linie, damit ich die später auch nochmal verblenden kann. Danach benutze ich einen ganz dünnen Pinsel und wieder denselben Braunton und male den unter meine, ich weiß nicht, wie das heißt, Wasserlinie. Ihr wisst ja, da wo der Kajal hinkommt, nur unten drunter an die Wimpern. So, und dann fange ich auch schon mit dem Eyeliner an und ich fange immer in der Mitte an, den Lidstrich zu ziehen. Und ich weiß nicht, also ich bin da kein Profi drinne. Bei mir sieht es immer anders aus irgendwie und ich weiß auch nicht, ob die Lidstriche hier so gleich aussehen. Jedenfalls arbeite ich mich dann immer von der Mitte nach vorne und von der Mitte nach hinten. Und ich gehe immer in so ganz kleinen Schritten und danach ziehe ich so eine kleine Linie hoch und verbinde die dann mit meinem Wimpernkranz, falls man das sehen kann, und male den dann aus, sozusagen, dieses Dreieck. Und so sieht es dann am Ende aus. Und dann fange ich an, meine Wimpern zu tuschen und da benutze ich die They Are Real. Und ich kann diese Mascara nur empfehlen. Auch wenn sie etwas teurer ist, aber das lohnt sich einfach. Und ja, mit der kriege ich so einen etwas voluminösen, ja, Wimpern. Und dann mache ich die auch nach unten, an die Wimpern. Und dann gehe ich auch nochmal mit einer anderen Mascara unten drunter auch, damit ich die Wimpern nochmal schön in Form setze. So, dann benutze ich Bronzer, um mein Gesicht zu konturieren natürlich. Und dann verblende ich den auch nochmal danach, weil sonst finde ich, sieht es so unnatürlich aus. Und danach benutze ich Blush. Ganz wenig, weil ich finde, wenn ich zu viel trage, dann sehe ich irgendwie aus wie ein Clown. Und dann verblende ich den auch nochmal. So, und dann komme ich auch zu meinen Haaren. Also meine Haare habe ich ein wenig geföhnt und dann trocknen lassen. Also sie sind noch ein bisschen feucht. Habe ich erstmal Hitzeschutz reingemacht und Schaumfestiger, weil da kriege ich eine bessere Textur in meinen Haaren. Und mache die erstmal in die Spitzen. Und dann mache ich die auch nochmal oben an meinen Ansatz.
dann föhne ich meine Haare komplett durcheinander. Also ich föhne jetzt auch nicht glatt oder so, sondern einfach irgendwie, Hauptsache, dass sie trocken werden. Und dann fange ich auch mit den Lippen an und dann benutze ich erstmal einen Lip-Pencil und mal den Umriss meiner Lippen ein wenig aus. Und ich weiß nicht, am Ende sieht es so ein bisschen aus wie der Kylie Jenner Lippenstrich-Style, falls ihr den kennt. Ich gehe auch immer in so ganz kleinen Schritten, damit ich mich nicht vermale irgendwann. Und dann male ich meine Lippen auch ein wenig mit dem Lippenpencil aus. Danach benutze ich einen Lippenstift und tupfe den einfach ein bisschen auf meine Lippen drauf, weil ich das nicht ganz so extrem haben wollte. Danach benutze ich Concealer, damit das Ganze ein bisschen schärfer aussieht und dass man die Kanten eventuell nicht so sieht. Es sieht einfach besser am Ende aus, das kann ich nur als Tipp geben. Und so sieht es dann aus. Und so sieht mein Make-up dann am Ende aus. Also sehr nicht, ja, natürlich ein wenig. Und das ist mein Outfit. Ich trage einmal ein Top von Topshop und ein Cardigan von Brandy Mervo. Dann meine Fossil-Uhr. Und meine Ringe, die sind, glaube ich, von Primark. Und meine Hose ist von Pull&Bear, das ist eine Lederhose. Und meine Schuhe sind von H&M, also die sind gerade meine Lieblingsschuhe. Ich liebe diese Schuhe. Ja, sie sind ein bisschen dreckig, aber ja, sie sind immer noch toll. So, und das war's auch schon mit meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen.